Eieieiei. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Gucken, warum der Strom nicht läuft. Wir wollen uns diesen Sorter angucken. Sorter. Genau. Ja. Nein, da machen wir jetzt erstmal. Ich pack mal. Na, wir haben drei Sachen. Wir sortieren drei Sachen. Sollte sortierbar sein. Dann nehmen wir auch so lange das hier raus, weil brauchen wir nicht. Oder soll ich mehr davon machen? Keine Ahnung. Wir haben aber noch ein Stromproblem. Und ja, sollte vielleicht noch mal ein bisschen hier rein investieren. Wir machen noch mal 10. Das heißt aber auch, wir brauchen noch mal ordentlich Stromleitung. Dann machen wir da auch noch mal 100 Kabel. Masten. Ne? Masten müssten wir dann mal gucken. Weil im Moment haut das nicht so hin. So, okay. Das ist jetzt doof. Wenn ich das so mache, dann kann ich gar nicht richtig erkennen, was ich hier alles brauche. Wir gehen mal hier hin. Wir haben hier hinten Beton haben wir hier. 72 im Moment, das ist nicht viel. Was haben wir denn hier? Du sagst mir, ach guck mal, du hast 200 Kupfer, das ist easy. Du hast auch 200 Kupfer, dann kannst du mal wieder loslegen, wenn ich wieder Strom habe. Okay. Da haben wir Zinn. Das ist auch sehr gut. Okay. Damit können wir ja schon mal einiges anfangen. Jetzt hoffen wir, dass wir hier hochkommen. Jetzt hoffen wir, dass wir... What the heck? Okay. Dass wir hier hochkommen, wollte ich sagen. Und dann schauen wir mal. Wir fangen mal mit Eisenstangen. Jetzt, dass wir die Seite da rechts schön voll kriegen. Die Eisenstangen. Wo hatten wir die? Wir hatten Eisenstangen. Da. Schauen. Komm, wir haben ein großes Inventar. Wir holen erstmal alles raus. Damit es dann weitergehen kann mit der Arbeit. Guck mal, die Stangen haben wir schon mal durch. Und warten wir. Guck mal, sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus. Das Schlimme sind die verstärkten Platten gerade. Das sind auch nur 15. Okay, wir fangen erstmal mit dem Zinn an. Zinnblech 200. Dann ziehen wir das mal kurz durch. Sollte ja nicht so wild sein. 50 sind wir ja schon. Müssen wir gucken. Wie viel brauchen wir von dem anderen Zeug? 60. Das heißt, wenn wir das da oben durchziehen, dann können wir da unten auch locker die 60 rausmachen, oder? Das ist doch kein Problem. Wo sind wir denn jetzt? 150. 200 erreichen wir ja schneller als gedacht. Und dann sind immer noch 200 über. Wollen wir das jetzt anders? Wenn wir die 200 voll haben, wissen wir ja, dass der schon mal abgehakt ist. So. Und dann gehen wir hier runter, holen uns davon 60. Und dann machen wir da oben wieder voll. So, da sind wir mit den 60. Dann machen wir hier wieder voll. Und dann haben wir das auch. Verstärkte Eisenplatten. Nummer 15. Können wir auch direkt so machen. Das ist ja optimal. Optimopti könnte man sagen. Guck mal, haben wir das. Und alles andere ist immer noch fertig. Fehlt eigentlich nur noch unsere Kabel. Für Kabel, Kabel können wir 36 machen. Ein bisschen wenig. Das heißt, wir brauchen Draht. Für Draht brauchen wir... Kupferstangen. Kupferstangen können wir eine ganze Menge machen. Und mit denen wiederum können wir auch nachher Masten bauen. Das ist doch auch super.
Machen wir denn mal davon? Komm, wir haben jetzt erstmal über 60. Gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Die ballern wir jetzt hier rein. Jetzt ist die Frage, ziehe ich die, die Geschichte nach hinten hin weiter durch? Guck mal, bei 96. Da komme ich jetzt ziemlich genau auf die 100. Ein bisschen mehr sogar. Oder fangen wir jetzt an, die irgendwie so. Ich müsste auch mal anfangen. Müsste auch mal anfangen mit Fundamenten. Ich hab da. Hier, komm. Ich weiß. Alles toll. Fundamente. Was kosten mich denn Fundamente? Fundamente brauchen diese. Wir setzen erst. Wir machen erst Strom. Dann können wir. Das, was wir vorhaben, dann kümmern wir uns um die ersten Fundamente. Was haltet ihr davon? Unser Plan entwickelt sich doch sowieso am laufenden Stück weiter. So, ziehe ich jetzt. Wie ziehe ich den Windpark hier weiter? Gucken wir mal hier rüber. Gehe ich ein bisschen mehr in die andere Richtung? Gehe ich vielleicht mal da hoch und setze einen da oben drauf? Oder. Wie machen wir das? Kann ich hier überhaupt noch. Guck mal, hier kann ich schon gar nicht mehr ansetzen. Da kann ich auch nicht ansetzen. Oh Gott, das ist. Na, das wird eine schwierige Nummer. Das kriegen wir hin. Okay, ich gehe doch nach ganz hinten. Das Ende der Line und ziehe mir da ein. Moment, der klang jetzt aber echt böse und schwierig. Den lassen wir mal, den Satz. Der war nicht so gut. Warum sollte ich mir auch in der Wüste eine Line ziehen? Das machen wir auch im Spiegel. Verdammt. So. Muss ich jetzt eigentlich dieses Video als. Problematisch anmarkern, wegen hier Strong Language oder sowas. Also, ne? Don't do drugs. Jetzt ist wieder gut, vermutlich. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das einmal nehmen. Du da unten bleibst eh ruhig, das ist schön. So. Ja, hi. Du gehst hin. Ich setzen wir jetzt. Hier hin. Und was jetzt natürlich nicht funktioniert. Es wäre natürlich clever gewesen, wenigstens Material für einen dabei zu haben. Ne? Egal, machen wir. Wir können hier dran die Sicherung nicht schalten. Ne? Wie machen wir die Sicherung am besten? Wir rennen noch einmal dahin. Und dann schauen wir mal. Sicherung anschalten, weitere draufsetzen. Das ist jetzt der Plan. So, da vorne hin. Eigentlich ist der viel zu nah an dem. Ja, wir gucken. Wir kriegen hier schon irgendwas Sinnvolles hin. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall mehr Strom. Weil Strom ist immer gut. Einmal da. Gut. Jetzt mal dahin. Wir machen mal hier so ein bisschen einen Bogen und dahin. Dann gehen wir hin und sagen von dir, zu da, zu dort. Dann dürfte das auch schon mal schön ins Netz reingehen. Und dann lassen wir dich hier auf dem oberen Kamm weiterlaufen. Wir haben noch 5 haben wir noch zum Setzen. Sicherung durchgebrannt. Das ist ungünstig. So. Und dann geht es. Sag mir bitte nicht, dass die nicht reichen. So, ein bisschen da weiter darüber. Gehen einmal dahin.
So, jetzt muss ich ja irgendwas verändern. Meine Production muss ja mal höher werden. Capacity. Wir müssen das halt hinkriegen, dass die maximale Consumption immer unter der Produktion liegt. Das ist halt die Frage, wie viel wir dazu gewonnen haben. Vor allem, wenn das wieder runtergeht. Wir haben ja immer diesen Rhythmus rauf, runter. Ich muss das jetzt hier an. Geht ja. Und was können wir tun, um das zu verbessern? Wir bräuchten Kohle, aber ich glaube, da sind wir noch nicht, bei weitem noch nicht gut genug für. So, jetzt sind wir bei der Production. Die kommt jetzt ganz schwer an diese 78 ran. Und da haben wir den Punkt wieder. Es geht. So. Ja. Da ist. Okay, der Punkt, wo Capacity darunter geht. Wir müssen die Capacity darunter kriegen. Eieieiei. Ja. Sicherung, okay. Zwei haben wir jetzt noch eingeplant. Das ist aber nicht so viel. Ich habe echt gedacht, das macht alles leichter, wenn wir... Komm hier jetzt da hoch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon hochgekommen bin. Ja, ja, hier ist Strahlung. Ich weiß. Leg dich. Ich möchte nur hier rauf. Weg. Ne? Hüpf. Nein. Nix. Wir kommen nicht da drauf. Warum können wir denn nicht hier drauf? Wir müssen doch hier drauf kommen können. Hier zum Beispiel. Nein. Okay. Oh, nee. Ja. Das Problem, das ich damit habe, unsere maximale Kapazität ist halt so eng an dem Ganzen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt neue Sachen hinzufüge, habe ich sofort wieder Stress. Das gefällt mir alles nicht. Die Leitung zu lang. Leitung zu lang. So. Das wäre auch noch nie passiert. So. Wie kann man Daisy Chain? Warum kann man nicht alle Maschinen Daisy Chain? Muss da nicht auch mal einen Mod für? Das ist der falsche Knopf. Der hier. Ja, du gehst natürlich jetzt genau wieder auf den aufsteigenden Ast. Das hilft nicht. Da wäre jetzt ein weiterer Graph super, der mir so meine Minimal Capacity angibt. Mir fehlen. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, aber ich denke jetzt einfach nicht über solche Dinge nach. Warum?
Ja, hier, Stromleitung. Fertig. So, drei Sortierer. Es wird ja Sinn machen, die hinzupacken, wo die Leitungen kommen. Das heißt, wir haben einen, ich sag mal, wir setzen einen hier so hin. Den nächsten setzen wir sowieso erstmal gucken, was da reinkommt. Das sollte ich vielleicht erst machen, bevor ich alles setze und wieder raushole. Was hättest du gerne da drin? Guck mal, gut, dass ich nachgeguckt habe. Es muss erst gecrushed werden, dann wird es gesortet. Es kann nur crushed Rubite da rein. Rubite. Nur crushed Rubite kann rein. Echt jetzt? Tier 1 crushed Rubite. Crushed Rubite. Welches war Rubite? Du machst Crushed Rubite. Crushed Rubite macht da oben Zeugs. Crushed Rubite packt da rein. Warum tust du nichts? Bist du schon wieder voll? Du machst Crushed Rubite. Das haben wir hier drin. Ich brauche gar nicht so viel. Nicht so viel zu brauchen ist in dem Fall sehr, sehr gut. Das heißt, wir packen dich dahin. Jetzt brauchen wir, geht mit dir, Logistik. Wir brauchen Splitter. Wir brauchen einen Splitter erstmal. Dann können wir gucken. Weil dann kann hier das drin gemacht werden. Kriegen drei Sachen vorne raus. Aus drei Löchern. Wunderbar. So mache ich das. Wir brauchen einmal den. Wir brauchen persönliche Aufbewahrungsboxen. Ne, drei von denen. Und wir brauchen mindestens einen Strommasten. Machen wir zwei draus. Was brauchen wir noch? Logistik. Wir brauchen Förderbänder. Und wir müssen 50 Förderbänder da vorne produzieren. Das wäre jetzt so mein Gedanke dahinter. Hey? Hallo? Danke. So, du machst da. Das ist super. Dafür brauchen wir hier. Wo ist der Kollege? Hier gab es noch irgendwie Simple Conveyor Belt. Simple Conveyor Belt brauchen wir zwei. Wir kriegen vier. Fertig. Das war einfach. Eisenplatte. Eisenplatte ist schnell erledigt. Weil Eisenplatte gibt es hier. Und von Eisenplatte haben wir 170. Das ist easy. Dann brauchen wir noch ein bisschen Draht. Dafür brauchen wir aber erst Stangen. Haben wir genug von. So. Ziehen wir noch ein bisschen hoch. Das sollte reichen. Draht. Bam, 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 bam. Passt. Nehme ich so. Wie sieht es denn bei dir aus? Okay, die Kurve sieht ein bisschen flacher aus. Es scheint so, als käme unser... Also wir hätten nicht mehr so eine große Sinuskurve. Es flacht da nämlich schon sehr ab. Wenn das jetzt unsere... Dann bin ich erstmal zufrieden. Dann hat das nämlich alles was gebracht. Und alles ist gut. Wir brauchen auch einen Merger, weil wir müssen ja... Nee, brauchen wir nicht, weil das, was hier rauskommt, geht ja da rein, aber gibt mir gar nicht das zurück, was hier reinging. Also was da reinging. Das heißt, wir können als erstes Tab drücken. Dann suchen wir uns danach ein Splitter aus. Nehmen mit der 3 ein Förderband und schmeißen es dort hinein.
sagen dem Kollegen, das war meine Tasse. Wie sieht's bei dir aus? Du hast Strom. Den legen wir uns hier so hin und da so dran. Perfekt. Du kannst anfangen zu crushen und untätigst da vorne rum. Und hier hinten am Ausgang kommen jetzt die drei Kisten hin. Warum habe ich eigentlich drei gemacht? Es hätten doch nicht zwei gereicht. Weil, dann bräuchte ich doch wieder den Merger. Jetzt ist halt die Frage. So. Also. Das geht da rein. Du bringst mir das Zeug. Das geht. Wetten wir, hier kommt jetzt das andere Material raus. Und in der Mitte kommt nämlich unser Beton raus. Und für Beton habe ich doch... Ach, das ist ja schon voll. Also nicht Beton, sondern das andere Zeug hier, das da. Das ist... Kommen Sie. Hätten wir gerne hier oben. Ich hätte mir gerne vorerst hier oben. Einmal dahin. So. Das heißt, wir brauchen noch einen Merger. Bitte sag mir, dass ich alles für einen Merger habe. Merger sieht gut aus. Merger sieht nicht gut aus. Schrauben haben wir hier. Richtig? Nein. Haben wir hier. Richtig? Nein. Schrauben haben wir. Falsche Taste. Schrauben haben wir hier aber jetzt. Richtig. Schon wieder 500 drin. Schrauben gehen schnell. Schnelle Schrauben gefällt mir. So. Dann kommt dort der Merger. Der Merger. Nehmen das. Wir setzen es da dran. Dann mergt der Merger da rein. Und wir haben hier unten wunderbar einmal Zinn. Und wir haben Blei. So, Blei ist noch das Problem. Dafür haben wir da keinen Eumel, der mir daraus Eumelinchen macht. Heißt, wir brauchen noch einen weiteren. Wollte ich mal weg. Produktion heißt das Ding. Einen weiteren Schmelzofen nehme ich an. Den kann ich mir sogar leisten. Brauche ich. Ich brauche aber dich dort nicht mehr. Und hier kann ich auch auf 0 setzen. So, du machst mir. Du kannst mir Blei machen. Das ist sehr gut. Zack. Da dran. Und. Quatsch. Ich kann nicht Daisy Chain. Nett. Jetzt machst du mir das Zeug. Ah, herrlich. Wie viel produzierst du? Du produzierst 60 pro Minute. Vollkommen egal. Alles easy. Die 60 pro Minute werden hier schön gebuffert. Und wenn du wirklich voll sein solltest, komme ich mit klar. Du machst mir das. Das ist aber wiederum ein Problem. Weil davon habe ich ja auch hier schon was. Nämlich dort. Heißt das, ich kann auf den hier darauf verzichten, dass das hier gemacht wird? Das ist doch hier, ne? Du machst mir Crushed Tin. Hallo, Herr Smelter, ich habe Fragen. Schlampige Zinnbarren.
Oh, dann kann ich die. Hallo. Tschüss. Mir fehlen Dinge, also muss ich einkaufen gehen. Hallo. Ups, einmal drumherum. Es wird wieder Nacht, das gefällt mir gar nicht. Falsch, da. Ich brauche genau das Zeug. Ich habe noch ein paar, ne? Reicht das jetzt für einen... Ich habe alles perfekt. Es ist... interessant, dieses... Modpack. Aber ich habe das Gefühl, ich komme langsam leichter, also besser rein. Da kann ich es nicht mehr anschließen. Da kann ich es aber anschließen. Wir brauchen den. Was konnte ich noch machen da unten? Schlampiges Glas. Ich will kein schlampiges Glas. Das ist doch super. Das kommt da raus. Ich bekomme da das Zeug. Das wird verarbeitet. Hier unten wird alles verarbeitet. Das scheint sogar relativ gut zu gehen. In dem, was da kommt. Hier haben wir Sam. Spiel's noch einmal. Okay, sieht einfach dieser Felsen seltsam aus oder ist da ein... Okay, es ist nur der Felsen. Ich habe gedacht, da steht ein Tier. Hier so ein Spucker. Okay, ich bin blöd. Lassen wir das. Ich habe schon sowas wie Hallos. Okay, baue den Weltraumlift. Ich arbeite dran. Geht aber auch gut an. Ey, also da bin ich ein bisschen zufrieden mit. Wie sieht's bei dir aus? 431 nehmen wir mal raus. Kann man immer gebrauchen. Dann kannst du schön weiterarbeiten. Das andere läuft mir nicht voll. Weil das habe ich ja jetzt nicht zwischengespeichert. So, jetzt wollen wir wieder mal Richtung Weltraumlift gehen. Guck mal, da brauchen wir auch 750 von. Wisst ihr was? Wir machen erst noch was anderes. Wir gucken uns erstmal an, was wir noch brauchen. Also Perfect Circles sollten wir erstmal auslassen. Hm? Das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr nicht auf mich hört. Quick Foundation Curves. Ja, das nächste an der Reihe. Den sollten wir relativ zügig hinkriegen. Die, ja, 500 dauert auch wieder ein bisschen. MK2 Förderbänder stempelbar. Genau, stapelbar. Wäre auch eine gute Sache. Eine gute Sache, weil kriegen wir, glaube ich, relativ zügig gebaut. Lass uns mal eben gucken. Wir brauchen 50 hiervon. Das ist ein bisschen viel. Aber auch das kriegen wir hin. 50 hiervon. Sind wir jetzt bei 24. Das machen wir erstmal noch wieder hier das war Iron Sheet, ne? Nein, Tin Sheet. Den Sheets. Können wir drei machen. Aber wir können vorher noch die machen. Brauchen wir noch mal ein paar von. Nehmen wir die da raus. So, guck mal, wir sind bei 24. Wir brauchen 2 Jetzt brauchen wir die. Wo sind wir? Bei 40, wir brauchen noch 10. Guck mal, haben wir die schon mal fertig? Haben wir fertig? Das rein, das rein. Hier sortieren. Fehlen. Noch genug davon.
Die kriegen wir doch ganz einfach, indem wir Eisenplatten haben wir. Oder brauchen wir 100 Stück von. Die kriegen wir auch ganz schnell. Dann können wir nicht besseren Förderbänder abschließen. 99 Stück müssen da noch rein. So, 94, 93, 93, 96, 99 fertig. Rein und zack, tschüss. Bitte darüber. Nächste ist das, glaube ich. Wir wählen den erstmal aus. Verbesserte Fertigung. Brauchen wir Bleiplatten? Können wir craften? 200 davon ist heftig. Mhm. Ja, bis wir hier sind, das dauert ein bisschen. Das Zeug. Das sind einfache Rezepte. Ist aber im Moment nicht so wichtig. Dann geht es hier an den. Was? Blueprints Mark 2. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lasse den erstmal ausgewählt. Guck mal, wie viel haben wir denn hier? Ja, es dauert auch ein bisschen. 20 pro Minute. Okay. Oder was? Was? Warte mal. Ich meine, darum kümmern wir uns kümmern. Das wird halt interessant, wie wir die am besten hinkriegen. Das heißt, wir brauchen 50 von den Platten. Und 300 von den gestärkte Eisenplatten. 350. Ziehen wir erstmal die durch. Und schauen wir weiter. Na, jetzt alles so schön Stück für Stück. Na, dann können wir in der Zwischenzeit das schon mal angehen. So, wir sind schon bei 32 Minuten. Wo ist denn die Zeit schon wieder geblieben? Leute, warum sagt denn auch keiner was? Ja, die können wir auch schon mal eben durchballern und dann können wir weiter. Und dann können wir auch die machen. Wir haben gesagt, brauchen wir 300 von. Das ist eine Menge. Da kommt der Kollege wieder. So. Dann gehen wir wieder weiter. Wir haben hier Kupfer. Sollten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Also wir nehmen die schon mal raus. Wir nehmen die raus. Nehmen euch raus. Damit ihr auch mal wieder was weiter tut. Hier, genau. Du bist brav. Dann haben wir hier unten. Das geht schnell. Stockt so, schon wieder zurück. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay. Verstehe. So. Mit dem anderen dauert mir zu lange. Wir gehen hin. Ich glaube, wir kriegen den hier gerade schneller fertig. Würde ich das auch gerne eben zu Ende machen. Wir können die 18 schon mal reinsetzen. So. Wir brauchen. Erstmal machen wir die hier fertig. Also wir brauchen 300 davon. Gut, wir haben ja jetzt schon ein paar da drin, aber
Haben wir ein bisschen Überschuss, ist ja auch okay. Da sind wir jetzt bei, ich glaube, ohne sind wir schon drüber. Wenn wir die einmal durchziehen hier. Und dann müssen wir gucken, was wir hierfür brauchen. Draht haben wir. Ehrlich gesagt, brauchen wir 50 von. Den Draht haben wir, dann geht es nur noch um. Ja, das zeigt er mir so nicht an. Na ja, komm. Hier ist nur noch ein Stück. Zack, zack, zack. Fertig. So, für dich brauchen wir Platten. Platten sind einfach. Platten haben wir nämlich hier. Platten sind sehr. So. Jetzt haben wir da nämlich stehen. Na, wie viel brauchen wir? Okay. Genau 50. Mann, ist das gut. Wir machen jetzt die 50 eben fertig. Dann haben wir da oben die 200. Also, wir machen jetzt diesen einen Punkt eben gemeinsam zu Ende. Und während ich hier Dingel-Dingel mache, könntet ihr eigentlich unten schon mal ein Like da lassen, weil war ja bestimmt ein richtig gutes Video. Habt ihr, also seht ihr bestimmt so. Hoffe ich. Wäre schön. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat. Das Ding, Ding, Ding oder wie ich blöd durch die Wüste gehüpft bin. Das haben wir, das haben wir. Dann machen wir daraus die 200 zum Conveyor Belts. Guck mal. Also das hat schon mal sehr gut geklappt. Habe ich nicht gerade noch irgendwo. Ach, da sind die Bleidinger. Und da kann ich die Bleiplatten machen. Sehr gut. Ich brauche 200, ich kann nur 132. Okay. Fair enough. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. So, jetzt werden wir auch schon drüber über die. So. Okay. Ach, das verstehe ich. Ziehen wir einmal durch. Dann holen wir die neuen. Ziehen die auch eben durch. Und dann ist die verbesserte Fertigung doch auch schon durch. Dann haben wir heute relativ guten Progress gemacht, muss ich sagen. Oder seht ihr das anders? Wir haben dann immerhin 3 Punkte abgehakt. Die schmeißen wir rein, die schmeißen wir rein. So, da ist die nächste Runde. Kommt, wenn wir hier sind, dann können wir das auch direkt wieder leer machen. Das ist immer so das Wichtigste, dann auch die Dinger wieder leer zu machen. Ich muss Container mehr machen. Merken wir uns das mal fürs nächste Mal. Dass wir hier überall die Apparillos leer machen. Ups. Wie viele fehlen uns? 68. Das kriegen wir hin. Einfach damit wir den ganzen Spaß langsam mal irgendwie in geordnete Bahnen kriegen. So, das da rein. Tschüss. Lass uns mal einmal gucken. Wir haben noch den offen und wir haben die Baupläne offen. Für beides brauchen wir 500. Ich glaube, den einen stelle ich auf. Damit wir da. Habe ich genug dafür? Kein Problem. Also wenigstens, dass der Beton da durchfließt. Weil der ist gerade sehr kritisch. Das andere Zeug kriegen wir so. Das ist nicht das Ding. Lagercontainer hin. Ja. So, da kommt der Beton hin. Perfekt. Was haben wir hier? Und
Wir bräuchten hier zwei, oben nochmal vier. Bräuchten wir sechs. Sechs haben wir. Wir merken uns das nicht fürs nächste Mal. So. Und hier. Eigentlich brauchen wir hier nur zwei. Was wir aber auch noch brauchen, ist ein Merch für den Spaß. Deswegen. Das machen wir so. Dann ziehen wir. Nee. Du gehst nach da oben. Du gehst hier quer. Dann kommt Förderband Fusionator dahin und Förderband Fusionator dahin. Und du gehst. Ja, das ist ziemlich das Schlimmste, wie man es machen kann. Jetzt fehlen mir ausgerechnet da drei Platten. Mann. Auch das kriegen wir noch hin. Ist schön, wie sich mein Ziel, wann wir aufhören, immer weiter nach hinten verschiebt. Aber das macht ja nichts. Ihr kennt das. Ihr wisst, ich bin manchmal ein bisschen unkoordiniert. Ein bisschen. Nur ein bisschen. So, du bitte da. Das geht da drauf. Was brauche ich hierfür? Kann ich das upgraden? Nein. Ich brauche mehr davon. Da muss Zinn dazu. Okay. Du bist wieder da. ...459. 460. Es fehlen 40. Wenn du mir jetzt sagst, dass ich an der Werkbank 40 da rauskriege, bin ich happy. Weil dann haben wir noch mehr Progress gemacht. Und wir können wirklich fürs nächste Mal das nicht mehr daraus. Das ist super. Ja. So. Wenn da 500 steht, bin ich glücklich. Dann können wir den Frachter nämlich direkt wieder zerteilen. Eigentlich wollte ich sagen, wegschicken. Zack, bumm und tschüss. Es fehlt hier nur noch ein Punkt und wir haben endlich Stufe 1 geschafft. Meine Fresse. War dann aber auch ein Akt. Und dann können wir mit Stufe 2 anfangen. Haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir den Weltraumlift bauen müssen, damit wir auf Stufe 3 gehen können. Leco mio. Gott, wird das heftig. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier. Moment. Ich möchte gerne, bevor wir... Echt jetzt? Es gibt keinen fortgeschrittenen Teil. Ich bin bescheuert. Es gibt hier nichts, um den Strom zu updaten. Boah. Ich hätte gerne bessere Teile für Strom als Ida. Dieses Auf und Ab des Stroms geht mir ein bisschen auf den Zwirn. Warum habe ich die eigentlich hier drin? Egal. So. Damit sind wir durch. Wir müssen hier ein paar Stangen reinlegen. Stangen sind nicht das Problem. Also, Stangen sind nicht das Problem. Die beiden Sachen müssen wir nachcraften. Okay. Das dauert ein bisschen. Easy peasy. Können wir uns reinnehmen. Ist wunderbar. Haben wir relativ zügig erledigt. Hier steht schon wieder alles. Das hole ich mir jetzt nochmal ab. Sind wahrscheinlich unsere 100 Stangen schon dabei. Weil hier haben wir den Draht. Da haben wir die Stangen. Zack, da sind sie sogar schon. Ja, Schrauben. Die Schrauben schwimmen wir im Moment ein bisschen. Wahrscheinlich im Late Game wieder genau wie in jeder anderen Partie. Das absolute Grauen und immer zu wenig. Aber hier läuft's. Wie sieht's bei dir aus? Du hast noch 8 Biomasse. Du hast auch noch 8 Biomasse. Ist alles nicht so toll. Alles nicht so toll.
Damit ich nicht vergesse, wo wir sind. Guck mal, können wir das schon mal abhaken? Ist doch auch super. Ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.